Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier live aus der Knochenmühle in Berlin zum, ich würde sagen, allerersten NXT Takeover. Unter dem Motto Takeover Saw kommt heute NXT Nummer 10 einfach mal so daher als Live-Show. Und mit Kommentaren, mit mir als Kommentator Bord Hell in a Cell und mit meinem Kollegen, der immer wieder an meiner Seite zu sehen ist bei ECW und auch bei Ignition, der Wrestling-Nerd. Guten Abend. Auch von mir einen guten Abend an die Sporgi und an das gesamte Saw Universe. Ja, was haben wir heute für eine großartige Show? Alle NXT-Teilnehmer werden noch einmal die Möglichkeit haben, hier in Erscheinung zu treten, bevor sie eventuell weiterreisen werden zu Ignition oder zu ECW, noch einmal die Möglichkeit haben, hier sich noch einmal einen Namen zu machen, bevor sie aufsteigen werden. Und ich bin mal sehr gespannt, wer das nutzen kann. Absolut richtig. 5 Matches haben wir heute auf der Card. Und den Kickoff macht heute Bobby Roode gegen Ricochet. Das ist auch so ein Match, wo ich mir denke, da sieht man erst, welche Entwicklung NXT eigentlich so zeigt. Denn Bobby Roode gegen Ricochet, das wäre am Anfang von NXT ein Duell der Millionäre gewesen. Ein Duell der Leute, die wirklich wissen, wie es ist, gut getucht zu sein. Und jetzt ist es eher ein Duell arm gegen reich. Ja, und vor allem gerade für Bobby Roode ein sehr, sehr persönliches Match nach dem, was Ricochet ihm in der letzten NXT-Ausgabe angetan hat. Von daher ist er, glaube ich, sehr versessen darauf, hier heute zu gewinnen. Und was gibt es eigentlich für ein Match, das besser wäre, um NXT Takeover Saw hier und heute zu starten? Wir haben schon gehört, heute wird der Sieger von NXT Nummer 7 verkündet von der ganzen Staffel. Derjenige, der am meisten Punkte geholt hat durch das NXT-Turnier, bei denen sie in Matches gestartet sind bei ECW und bei Ignition. Zumindest haben sie das halt dort ausgestrahlt. Dann noch gab es ein Publikumsvoting, wer den NXT insgesamt gewinnen sollte, wo es nicht um die Challenges ging. Ach, ich kann heute nicht reden. Und natürlich auch noch die Challenge-Punkte, die man sich erarbeitet hat über die Staffel. Und das wird alles zusammengezählt und dann gibt es einen Mann, der ganz oben ist oder vielleicht auch ein Team, das ganz oben ist. Und das wird heute nach dem Main Event, nach Dillon vs. Tyson Kidd, verkündet werden. Und der darf sich dann den NXT-Titel um die Hüfte schnallen. Und du weißt sicher, was der NXT-Titel für die Hauptshows bedeutet. Ich bin gerade am Überlegen, für ECW dürfte es ein Shot auf den ECW Global Heavyweight Title, glaube ich, bedeuten. Was ist jetzt bei Ignition genau, ob es da auch gleichbedeutend ist mit dem Saw World Heavyweight Titel, kann ich dir gerade nicht sagen, das müsstest du mir sagen. Nein, eben nicht. Es gab ja letztes Jahr die Möglichkeit, Luke hat das noch genutzt mit dem NXT-Titel, dass er einen Shot auf den höchsten Titel bekommen hat. Jedoch durch die ganzen Irrungen und Wirrungen um Damien Sandow letztes Jahr haben die GMs entschieden, und zwar von beiden Brands, dass man dem einen Riegel vorschieben wird. Und somit wird der NXT-Titel für den sogenannten Midcard-Titel, wird er in den sozialen Medien genannt. Gibt ja eigentlich keine Midcard, sind ja alles Main-Eventer bei uns. Aber um den Midcard-Titel darf man ihn einsetzen. Das ist bei ECW der Unlimited-Title und bei Ignition der Initial Ignition-Titel, kurz auch Nuschel-Titel genannt. Okay, da hast du mir ja tatsächlich, das habe ich dann wohl tatsächlich vergessen, Schande über mein Haupt, aber ja, kann ja mal passieren. Und wir sehen hier, das Match geht gerade echt schon hart los. Direkt die Kopfschere hier auch von Richard Jay gegen Bobby Roode. Also da muss er sich doch noch etwas anstrengen, der ehemalige Leiter der Glorious Toys Firma.
Ja, der ehemalige, wie du sagst, denn der hat ja zwischendrin auch schon mal Probleme mit dem Vorstand gehabt während NXT und dann hat er sich gedacht, na, das wird schon irgendwie, er kann sich seine Firma wieder zurückholen und dann war es aber Ricochet, der ihm da quasi einen Streich gespielt hat, der ihm da im Kopf herumgespukt hat mit dieser Idee, dass er sich die Firma wieder zurückholen könnte und dann hat einfach er sie sich gekauft. Ricochet, also damit Inhaber von Roots ehemaliger Firma und das ist natürlich Grund genug, dem mal so richtig eine reinhauen zu wollen. Muss sich da aktuell jetzt aber tatsächlich noch sehr anstrengen, denn bisher kommt da noch nicht viel von dem Glorious Man. Aber wir haben ja das Match erst begonnen. Wow, Springboard Phoenix Splash hier von Ricochet. Ja, so wenig von Bobby Roode kommt, so viel kommt hier von Ricochet. Und ich bin da genauso bei dir. Also Bobby Roode, der ist vielleicht wirklich jetzt ein gebrochener Mann. Möglicherweise merkt man das auch im Ring. Der muss sich da erst wieder neu finden. Denn Ricochet kann aktuell mit ihm wirklich machen, was er möchte. Dann kaum sag ich's, wirft ihn über das oberste Seil. Aber vielleicht sollte er weniger glorious sein und mehr aggressiv. Denn Ricochet kann ihn da mit einem Kick umtreten und geht zum Cover über. Und auch wenn das nicht mal bis 1 geht, das ist schon dieses. Yeah, I wanna see what happens.
nothing of these fucked up kids. And all it takes is one, so we start like this. No, you've gone way too far. We won't get far, but let it fall apart. When ashes and dust is turned, we're gonna be the one that's gonna make you hurt. Sell us the world, but we ain't selling us. If we like. Ja. Das Ganze hier als erstes. Ja, ich war noch nicht fertig. Jetzt ach so, Entschuldigung, ja. Hier haben wir auch schon, wollte ich gerade sagen, hier haben wir schon den ersten Get 3 Yumi Satoshi. Und ja, er war ja der Sieger des NXT Match Turniers. Hat da also nochmal kräftig Punkte abräumen können im Finale. Von daher hat auch er gute Chancen hier auf einen Sieg. Untamable, Emil Sitochi. Ich sehe das auch so. Hat gerade im Ring überzeugt bei NXT, auch mit seinen Challenges. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Einmal hat er, glaube ich, sogar eine Challenge gewonnen. Muss ich jetzt mal nachschauen. Ich meine, mich da auch dran erinnern zu können. Also von daher, die Chance ist nicht so klein. Jawohl, Ausgabe Nummer 6 hat er gewonnen, Emil Sitochi. Das war sein einziger Challenge-Sieg. Aber immerhin auch das Turnier gewonnen, was natürlich auch Punkte bringt. Und auch sein Gegner, Atem. Hier mit, wenn ich das richtig höre, einem neuen Entrance-Team. Deutlich aggressiver als das vorherige, so hört es sich nicht an. Was auch, denke ich mal, für seine ja, neue Attitüde, will ich es fast schon nennen, noch aggressiver aufzutreten, als vorher sprechen würde. Was ich sagen wollte, auch so gut Atem, also ich gebe dir zu, was das Thema angeht, also absolut in Ordnung. Auch er hat allerdings eine Challenge gewonnen und interessanterweise gerade die Challenge Nummer 5, die vor der Nummer 6, die Emil Sitochi versucht hat. Okay, gut zu wissen, ja. Also Paul Pizza muss hier mit zwei Leuten in den Ring steigen, die beide bereits eine Challenge gewonnen haben. Das ist Paul Pizza in dieser Staffel nicht gelungen, aber ich höre gerade, Paul Pizza ist nicht auffindbar und deshalb wird das Match jetzt als Singles-Match gestartet. 1 gegen 1, Atem gegen Sitochi, also ja, dann eben Atem gegen Sitochi, Challenge-Sieger gegen Challenge-Sieger. Paul Pizza offenbar nicht aufgetaucht. Sehr, sehr merkwürdig. Haben es ja eben auch schon gesehen, dass er gar plötzlich schon aus seinem Raum raus war. Gut, das hat ja erstmal nicht so viel zu bedeuten. Kann ja auch einfach heißen, dass er einfach schon mal zusammengepackt hat. Aber nein, scheinbar ist er einfach wirklich schon komplett weg, was ich echt schade finde. Denn als Triple Threat wäre dieses Match natürlich noch mal eine Ecke spannender gewesen.
Ja, komm, Artem gegen Emil Sitochi, der Pharao gegen den Womanizer. Irgendwie sind sie sich so ähnlich und doch so verschieden. Das ist doch auch ein großartiges Duell der beiden. Vor allem ist Emil Sitochi halt wirklich ein Könner und für Artem ist das quasi eine richtige Herausforderung. Denn wenn er jetzt den NXT-Turniersieger besiegt im Ring, dann hat er schon eine Reputation für sein mögliches ECW-Debüt. Das ist allerdings auch richtig, da muss ich dir komplett zustimmen. Sieht hier ja bisher noch sehr ausgeglichen aus, das Match. Von daher, da ist, glaube ich, noch nicht zu erkennen, wer sich da den ersten Vorteil verschaffen kann. Ja, für mich sieht es aus, als wäre es Emil Sitochi, der hier Artem einen Slingshot verpasst. Aus einem Fireman's Carry. Dann geht er hier auf die Ringecke, aufs zweite Seil und springt da. Boah, das hat jetzt richtig, richtig böse ausgesehen, sowohl für Artem als auch für Sitochi. Springt da auf die Schulter von Artem, erwischt ihn da mit dem Ellbogen am Kopf, aber da hat sich wohl auch die Schulter in seine Magengegend gebohrt. Sah auf jeden Fall sehr schmerzhaft aus. Schnell durchgezogen, Engsugiri hier jetzt von Artem. Kann da vorerst aber mal kein Kapital draus schlagen, denn Emil Sitochi kann da mit einigen Elbowstößen in die Magengegend kontern. Dafür jetzt hier Fireman's Carry von Artem. Ja, der ist jetzt gut ins Match zurückgekommen ist, dann will er hier zu einem Enzugiri ansetzen, aber Emil Sitochi weicht aus, hebt ihn dann nach oben. Trägt ihn da auch ein bisschen herum. Ja, zeigt das natürlich auch für die Ladies. Schaut mich an, wie stark ich bin. Ich kann einen Fahrer hochheben. Der braucht normalerweise eine Sänfte und 12 Bedienstete. Und ich schaffe das allein. Na, ob das wirklich an dem Brauchen hängt oder ob das nicht eher an dem Wollen von Artem liegt, ist da, denke ich, mal die andere Frage. Allerdings schon eine gute Kraftdemonstration hier von Emil Sitochi. Wer ist eigentlich dein Favorit heute auf den Gesamtsieg bei NXT? Oh, puh, das ist eine echt gute Frage. Ich würde einerseits, oh Moment, Cover hier von Emil, Beine, oh, auf, Beine dem auf dem Seil. Eins, zwei. Der Referee sieht es nicht, aber der Pharao kann sich befreien. Das wäre jetzt doch auch schmutzig gewesen. Das wäre sehr ungünstig gewesen. Also auf der einen Seite haben wir hier natürlich Emil. Der ist auf jeden Fall ein Favorit, alleine durch seinen Turniersieg. Ich würde aber auch einem Dylan oder einem Tyson Kidd auf keinen Fall die Chancen absprechen. Aber ich glaube, schlussendlich von vielleicht ein, zwei Personen, und da muss ich auch einfach sagen, allen voran Paul London, hat, glaube ich, jeder noch eine gewisse Chance auf den Sieg. Das denke ich auch. Es war ja, ja, es hat viele, viele verschiedene Challenge-Stile gegeben. Es hat nicht den einen Dominator gegeben. Oh, jetzt schön gekontert von Artem hier gegen Emil Sitochi. Es hat keine Dominatoren gegeben, der jetzt irgendwie 3, 4 Challenges gewinnen konnte, sondern es war eigentlich immer sehr, sehr verteilt. Und von dem her, man weiß ja die restlichen Platzierungen nicht. Das kann schon, ja, richtig, richtig spannend sein. Vor allem auch, wie das Endvoting ausgegangen ist. Und dafür gab es nochmal richtig satt. Jetzt wollte ich schon sagen, ein erster größerer Vorstoß von Artem. Da wird er aber direkt ausgekontert. Ah, wollte er, glaube ich, mit einem Bulldog weitermachen, wird direkt schon wieder ausgekontert. Also Emil hat da den Pharao doch ziemlich gut im Auge. Kommt da jetzt angelaufen, womit springt er da raus? So wunderbare, Baseball-Slide-mäßige Aktion, sage ich mal. Auf jeden Fall innovativ, hätte ich mal gesagt, hier von Emil Sitochi, der jetzt draußen weitermacht. Artem da eine Aktion verpasst, einen Snap mehr verpasst. Oh, ich komme halt mit den Aktionen nicht zurecht. Das ist ein Wahnsinn. Und da nach innen geht und jetzt offenbar wartet, ob er vielleicht einen Count-Out-Sieg da durchziehen kann und erringen kann. Wir sind schon bei 5.
Und der Pharao, er bewegt sich zwar, aber er macht nicht wirklich den Eindruck, als könnte er aufstehen. Da lässt sich Emesi Tocci feiern, vielleicht doch ein wenig zu früh, denn die Zeit konnte Atem hier jetzt gut ausnutzen. Geht da auf gegen Apron und oh, Back Suplex gegen den Apron, gegen härtesten Teil des Rings. Auch bei NXT weiß man mittlerweile, wie man einen Gegner richtig fertig machen kann. Und Atem hat das gerade gut unter Beweis gestellt. Und jetzt muss er aber nachlegen. Jetzt hat er für meine Verhältnisse etwas zu lang gewartet. Aber er kann Emesi Tocci da in die Ringecke werfen. Nimmt ihn jetzt hoch, Tree of Woe, oder oh nein, da schmeckert er ihn mit dem Kopf voran gegen den Ringpfosten. Harte, harte Aktion. Ich glaube, ich kann da ein klein wenig Blut an der Stirn von Sitochi erkennen. Das ist auch schon das zweite Mal. Da sieht man auch, wie es bei NXT hier wirklich abgeht. Also zwei Matches, zweimal blutet jemand. Aber vorhin, im vorherigen Match, hat derjenige mit dem Blut im Gesicht gewonnen. Ist das jetzt ein gutes Zeichen für Emesi Tocci? Oder hat der Pharao ihn jetzt so richtig in die Bredouille geschickt? Jedenfalls sechs das Cover von Atem hinterher. 1-2, aber Sitochi kommt noch raus. Ja, da schaut er ihn jetzt an. Was kann er noch machen? Er hat noch seine Aktionen. Er hat noch den Pharaoh's Throne im Repertoire. Er hat den Ride on the Nile im Repertoire. Und jetzt will er ansetzen, aber Emil Sitochi kann kontern. Spricht ihn runter und Back Suplex. Sechs jetzt hier seiner Seix an, eventuell soll da der Snapmare Driver kommen und da gibt es den Snapmare Driver. Das ist die Aktion von Emesi Tocci, damit hat er auch das Turnier gewonnen mit dem Snapmare Driver und jetzt muss er es nur mehr covern. Jetzt muss er nur noch covern und der Referee muss durchzählen, er macht es auch. Jetzt bin ich gespannt, es geht bis drei. Der Sieger des NXT Turniers besiegt auch Atem bei Takeover. Geht somit hier noch einmal gestärkt durch einen weiteren Sieg hier bei NXT auf seine eventuellen Fahrten ja Richtung Main Roster, Richtung Ignition. Und ja, mit so einem Sieg im Nacken ist der Weg natürlich gleich etwas angenehmer. Yeah.
Und wir sind wieder da. Match Nummer 3 und es ist Tag Team Action. Und da ist ein Team dabei, das einen Gast mitgebracht hat, beziehungsweise eine Mentorin. Ja, das ist auch sehr überraschend zu sehen. Wir haben es ja vorhin schon einmal kurz in einem Segment gesehen. Die Intrepid Travelers werden ab sofort, ich nenne es euch einfach mal freundlich, die Handlanger von Stardust und Ember Moon sein. Da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt darauf, auf was wir uns da in den nächsten Wochen noch so gefasst machen können. Okay, da du es jetzt freundlich gesagt hast, wie hätte das Ganze geklungen, wenn du es unfreundlich gesagt hättest? Naja, ich kann ja mal Was ist unfreundlicher als Handlang? Ich kann ja mal Atem fragen, der hat bestimmt noch ein paar unfreundlichere Ausdrücke dafür. Okay, der Punkt geht an dich, lieber Fred. Das muss man dir auch mal lassen. Ember Moon hier in Person, in Vertretung, oder? Eigentlich hat Ember Moon ja auch Stardust unterografiert. Kann man ja jetzt auch mal so sagen. Ja, ich denke, das passt schon. Für die geneigten Zuschauer, die auch Ignition verfolgen, für die 2-3 kann man das auch mal so wiederholen. Die wissen das ja eh. Und für alle anderen sei gesagt, Ember Moon, die ist mit Stardust unterwegs, dem aktuellen Ignition-Titelträger übrigens, schon relativ lange, hat den damals von Yokozuna geholt, total überraschend. Und jetzt haben sich die Intrepid Travelers, die sich ja nicht unbedingt professionell verhalten haben, würde ich jetzt mal sagen, während NXT, aber jetzt wissen wir ja auch warum. Die sind jetzt bei Stardust dabei und das scheint auch ihr großer Traum gewesen zu sein. Ich glaube, man hätte darauf kommen können mit den Replika der Titel, die sie die ganze Zeit dabei hatten. Aber gut, wer hätte da schon drauf kommen können? Ja, jeder wahrscheinlich. Die beiden sind nicht noch gekommen. Steve Butter und Martin Brad. Die beiden Helene Fischer Ultras, die sie auch auf ihren Kochhüten da ordentlich zeigen. Ja, also da fällt mir auch nichts weiteres mehr ein. Atemlos durch den Teig. Aber dabei soll ein Teig doch atmen, also irgendwie komplett widersprüchlich. Der Teig soll atmen, aber zuerst muss er atemlos durchgeknetet werden. Und Steve Butter knallt Aerostar da gleich mal auf die Matte. Der revanchiert sich mit einer Hurricane Rana. Wunderschön gemacht, das ist eine sehr, sehr schöne Aktion von Aerostar. Und dann gibt es keine Hurricane Runner hinterher, und zwar im Knien von Steve Butter. Das ist auch interessant, das Ganze. Zwei Hurricane Runners also schon ausgeteilt und jetzt nimmt er ihn da in einen Griff. Aber ja, oh, und jetzt Katapultansatz, aber den kontert Aerostar mit einer, ja, ich sag's jetzt einfach mal, dritten Hurricane Runner, denn aller guten Dinge sollen ja bekanntlich 3 sein. Auf jeden Fall eine dritte Kopfschere, so viel ist mal klar. Da gibt's hier den Tag-In zu Mr. 450. Der wird hier aber von Steve Butter abgefangen. Jetzt ja. Geht's für Mr. 450 geradewegs in die 90-Grad-Ecke von Bread and Butter und Martin Brad mit einem harten Schlag in die Magengegend. Das ist, glaube ich, auch seine Teighand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Damit knetet er das Brot durch und die hat natürlich besonders viel Kraft. Da tun die Chops auch besonders doll weh. Muss hier jetzt aber dennoch erst einmal gegen Mr. 450 einstecken. Der landet hier einen Tritt und wird dann einfach von Martin Greg weggestoßen, als wäre es einfach, ja, als hätte er einfach nur gerade 10 Gramm in der Hand oder so. Herr Martin Brad und Steve Butter, die haben sich auch in die Riege der Challenge-Sieger eingetragen. Bei NXT Nummer 3 konnten sie den Challenge-Sieg erringen. Die Intrepid Travelers, die haben keinen Challenge-Sieg auf dem Konto. Und wenn man ihren Twitter-Kanal verfolgt hat, dann
dürften die auch nicht allzu gut angekommen sein beim NXT-Publikum. Also, ja, da waren ein paar unschöne Worte zu lesen, von wegen, was machen die eigentlich da, verstehe ich gar nicht, was soll der ganze Blödsinn? Und ja, die waren nicht sonderlich beliebt, glaube ich, beim Publikum an sich. Zumindest was die Challenges angeht. Das ist wohl wahr, vielleicht genau die richtige Entscheidung dafür, jetzt sich hier in die Hände eines anderen zu begeben. Da gibt es hier jetzt einen Spinebuster hier von Steve Butter gegen Aeroscar. Mr. 450 übrigens sehr fair, greift nicht ein, geht auch nach draußen, als Steve Butter da jetzt über das Seilwinkel ist. Achtung, was hat hier Aerostar vor? Oh, harte Powerbomb da nach draußen. Holy shit, was ein Move. Und das tut draußen natürlich noch viel, viel mehr weh als im Ring. Sunset Flip Powerbomb vom Apron auf den Hallenboden. Das ist der härteste Teil des Hallenbodens. Da jetzt auch dann nochmal eine Tag-Team-Aktion hinterher. Also die beiden drehen jetzt mal wirklich auf. Jetzt legt 450 ihn gar zurecht und hoho, Frog Splash fast schon hier auf den Apron, auf dem Apron liegenden Steve Butter. Auf dem härtesten Teil des Ringes, bitte. Also das darf man auch nicht vergessen. Muss man immer wieder erwähnen. Und dann flüstert er Steve Butter da irgendwas zu. Ich glaube, ich habe es gehört. Es war irgendwas von wegen, haha, du wirst verlieren. Wir schneiden durch dich durch wie durch Butter. Und das hat ihn dann jetzt aufgeregt. Dann gab es ein paar Elbows. Dann gibt es jetzt hier das Knie gegen Aerostar. Und auch einen Kick. Und jetzt kann Aerostar kontern. Knallt hier den Kopf von Steve Butter gegen den härtesten Teil des Ringes. Jetzt ist es da fast ein Two-on-One und Martin Brett, der steht nur doof irgendwo rum. Dumm wie Brot, hätte ich fast gesagt. Waren da schon bei 7, aber da ging es doch wieder in den Ring zurück und da ist jetzt der Hot Tag zu Martin Brett. Der kommt da direkt mit einem Big Boot und oho, harte Clothesline da gegen den Nacken. Hot Tag jetzt auch bei den Intrepid Travelers, aber Martin Brett schnappt sich da einfach mal 450 und hämmert ihn da gegen den Ringpfosten. Ja, der hat jetzt natürlich viel, viel Wut aufgestaut, während die beiden seinen Partner da zerlegt haben. Und jetzt lässt er alles am Mr. 450 raus, der bereitet die Teilkant wieder vor und dann gibt es eine harte Clothesline in die Ringecke. Und so wie es jetzt gerade aussieht, will er auch das Match jetzt beenden. Dominator. Butter ab. Das ist doch eigentlich der von Steve Butter und das reicht zum Sieg für Martin Brett und Steve Butter. Da war man doch mal kurz verwirrt, weil das ja eigentlich der Finishing Move seines Tag Team Partners ist, aber auch der reichte von Martin Brett durchgeführt zum Sieg. Yeah.
Und da sind wir wieder. Co-Main-Event-Zeit. Guybrush Threepwood, der hier gerade zum Ring kommt. Das muss man anmerken, sehr leiser Musik. Ja, die Musik ist doch etwas sehr, sehr leise. Aber ich glaube, Guybrush Threepwood, der hat schon eine Challenge gewonnen. Der braucht keine laute Musik, um sich anzukündigen. Der steht für sich selbst. Vor allem mit diesem lustigen Hut. Ja, wollte uns noch einmal die Geschichte von LeChuck eben erzählen, wo dazu kam er Gott sei Dank doch nicht mehr. Ich glaube, das hätten wir nicht nochmal überlebt. Aber was soll's, hier ist sein Gegner. Ja, der könnte was gegen ihn haben. Denn immerhin ist Guybrush Threepwood als Pirat in vielen Ländern herumgekommen. Man weiß vielleicht gar nicht mehr, welcher Nationalität er angehört. Und Jay Briscoe hat ja generell was gegen alles, was nicht seiner Nationalität entspricht, beziehungsweise die nicht den gleichen Gedankengang haben wie er. Und ein Freibeuter, der quasi immer noch zu einer Freiheit ist und dem es eigentlich egal ist, woher seine Opfer kommen, bei Guybrush ja auch so gut und stück ist. Das gefällt Jay Briscoe sicher gar nicht. Und deshalb haben die zwei auch sich ein wenig miteinander angelegt. Ja, haben da doch schon eine kleinere Vergangenheit, die ja jetzt natürlich hier enden wird quasi, denn sie werden ja doch nicht ins gleiche Warstar nachrücken, wenn sie denn nachrücken, das wissen wir ja noch nicht 100%. Von daher, ja, dieses Match wird schlussendlich entscheiden. Ja, ist auch ein Kampf zwischen Schwarz und Weiß, der schwarzen T-Shirts eines Belly-to-Belly-Verteilen des Jay Briscoes und dem weißen Hemd eines Russian Leg Sweep einsteckenden Guybrush Threepwoods. Boah, meine Zunge hat sich jetzt fast verknotet, als ich das gesagt habe. Wunderschön gesagt. Man muss auch sagen, Guybrush hat sich hier für dieses Finalmatch doch nochmal ziemlich rausgeputzt. Hat da doch wieder die etwas schickeren Klamotten diesmal angezogen. Auch der Piratenhut war, glaube ich, neu dabei. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese neuen Kleider auch zu einer neuen Attitüde, will ich fast schon sagen, gelten. Oh, wunderschöner Fast Press hier jetzt von Guybrush. Entert da einfach mal den Körper von Jay Briscoe und schlägt dann auf ihn ein. Jetzt möchte er sich näher aufsetzen. Nein, doch, auf Knien. Ja, das ist die richtige Höhe für meinen Tritt. Aber Jay Briscoe, der nimmt sich einfach Guybrush, wirft ihn da dagegen und dann bekommt er einen Schlag ab. Also bis jetzt sehr ebenbürtiges Duell, auch nach dieser Aktion hier, nach diesem Bellybreaker, keine Ahnung, wie man das nennt. Stomachbreaker. Ja, ich denke, das passt hier auf jeden Fall am besten. Ich habe mich nur gerade gefragt, den gegnerischen Körper entlang. Ist das nicht eigentlich eher das, was Emil Itochi macht? Shoulder Tackle von Guybrush. Ja, Emil Itochi dringt mehr ein, glaube ich, als dass er entert. Entern ist er mehr auf das Schiff drauf und das hat er ja eigentlich gemacht jetzt, der Guybrush. Na gut. Verlagert hier den Kampf jetzt nach draußen, nicht nur auf die Matte außerhalb, sogar schon auf die harte Stahlrampe, muss da hier aber diesen Shoulderblock jetzt einstecken und nochmal einen Dropkick gegen den Rücken. Wir sind schon bei 5 und von der Position aus muss man erstmal wieder zurück in den Ring kommen. Jay Briscoe setzt da fort mit seinen Attacken, Dropkick gegen den Rücken.
Und wir sind wieder da zum Main Event von NXT TakeOver. Dillon gegen Tyson Kidd heißt das Ganze. Die beiden haben sich ordentlich in die Haare bekommen über NXT hinweg. Und jetzt hatte Tyson Kidd die Idee, hey, wir könnten uns doch im Ring duellieren, denn das sind die Sachen, aus denen Wrestling gemacht ist. Man muss persönliche Fäden bringen, um im Ring etwas Interessantes auf die Beine zu stellen. Und Dillon hat zugestimmt und deshalb sehen wir heute diesen Main Event. Es auch, muss ich sagen, wirklich merkwürdig, einen doch sehr friedliebenden Mann wie Dillon hier so, ja, fast schon aggressiv zu sehen. Klar, im Wrestling braucht es das bis zu einem gewissen Kraken, aber das zwischen ihm und Tyson Kidd war doch sehr merkwürdig, auch diese Anwandlung von ihm. Aber gut, eine gewisse etwas aggressivere Art ist jetzt auch nicht immer unbedingt was Schlimmes. Das braucht auf jeden Fall, um hier bei Simulated Action Wrestling zu überleben. Ganz gleich, ob man dann nach Ignition wechselt, wie Tyson Kidd es wahrscheinlich machen wird, oder nach ECW, wie es wohl Dillon ergehen wird, wo seine Reise hingehen wird. Übrigens, Dillon und Tyson Kidd, die beiden einzigen, die tatsächlich es geschafft haben, zwei Challenges zu gewinnen. Macht sie das automatisch zum Favoriten auf den Gesamtsieg? Was sagst du dazu? Es gibt ihnen auf jeden Fall große Chancen auf den Gesamtsieg. Das kann man nicht abstreiten, ganz klar. Aber ob sie jetzt unbedingt zu den beiden Top-Favoriten macht, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ja, wie gesagt, also die Endabrechnung, dieses Endvoting, das es noch gab, hat nochmal ordentlich das Ganze durcheinander wirken können. Da hat es nochmal satte Punkte gegeben, wie ich es heute schon erwähnt habe. Und das verliert sie natürlich auch dazu, dass er eben Sitochi gewinnen konnte. Und die Challenges, nur weil man zwei gewonnen hat, heißt ja nicht, dass man immer weit unten war. Das heißt, man kann auch mit drei gewonnenen Challenges quasi, ja, weit unten in der Endtabelle aufscheinen. Hier und jetzt in diesem Match geht es aber nicht um den Sieg bei NXT oder um Punkte. Hier geht es um persönliche Dinge. Tyson Kidd war dafür verantwortlich, dass Dillon eingesperrt wurde, und Dillon war dafür verantwortlich, dass er Tyson Kidd attackiert hat. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, denke ich, ja. Und damit startet er jetzt auch sogleich unser Main Event. Geht auch schon direkt sehr ausgeglichen los. Hier das Knie in den Magen von Tyson Kidd. Macht da jetzt weiter einige Tritte hinterher und wunderschöner, ja, was war das? Double Knee Drop. Knee Drop, ja, denke ich, das passt am besten. So, jetzt Tyson Kidd. Das war eine wunderschöne Neckbreaker-Variante, die er hier gezeigt hat, wie er da Dillon über sich drüber wirft und dann in den Neckbreaker nimmt. Da gehört schon einiges dazu. Auch der Dropkick hat wieder gut gesessen, richtig hart mit dem Schwung, den auch Dillon da nimmt. Und dann wieder eine Neckbreaker-Variante von Tyson Kidd. Der geht hier ordentlich mal auf den Nacken von Dillon los. Kommt da jetzt vom Spring, vom Seil aus angesprungen, springt da aber komplett daneben, ist da wohl daneben. Irgendwie am Seil ausgerutscht. Entweder das oder er hat den Ringrichter hier mit Dillon verwechselt. Jetzt zeigt der einen Neckbreaker gegen seine eigene Schulter. Das tut natürlich auch nochmal ordentlich weh. Ja, wir haben es heute schon gehört, wie Tyson Kidd zu Dillon steht. Er bezeichnet ihn als einen teuflischen Dämon der Unterwelt. 100% kriminell. Also da ist schon eine gewisse Abneigung, fast schon Hass von Tyson Kidd hier gegen Dillon zu erkennen. Ob
Und auch ein sehr schöner Kontrast, der Hass von Tyson Kidd gegen die ja, Liebe, die Friedfertigkeit eigentlich von Dillon. Interessant, dass du das so sagst, denn es war im Endeffekt Dillon, der Tyson Kidd bei dem Rap-Battle damals attackiert hat, weil er findet, er hat ja, die Polizei unterstützt, obwohl die nicht unterstützt werden darf mehr, vor allem nach Stuttgart. Also da, ja. Ja, hier schöne Aktion, kontert hier dieses Shoulder-Tackle, das kommen hätte sollen, mit einem Kick und läuft dann aber direkt in einen Suplex-Ansatz, der ihn einen Slingshot verpasst. Also immer noch sehr ausgeglichen, die beiden kennen sich echt fast schon in- und auswendig. Oh, eingesprungener Leg-Drop hier gegen den Nacken von Tyson Kidd. Hat sich auch ein bisschen selbst wehgetan, bleibt dann nämlich im Seil hängen, aber zeigt das zumindest nicht. Zeigt auf jeden Fall wieder einen Legdrop hinterher, diesmal gegen den linken Arm von Tyson Kidd. Versucht hier ganz Körper, ganz flächig den ganzen Körper anzugreifen. Tyson Kidd kann aber hier kontern. Nein, kann er nicht. Dillon kann wieder kontern mit Ellbogenschlägen. Noch ein Ellbogenschlag hinterher. Schüttelt sich da kurz, geht wieder auf seinen Opponenten los und hebt ihn nach oben. Und jetzt geht's hier mit den Snake Eyes in die Ringeckenabdeckung. Und dann mit einem Double X Handle, könnte man eigentlich sagen, gibt's hier den Schlag. Und Belly to Belly hinterher. Damit hat er bei NXT 9 Tyson Kidd noch einmal attackiert, nachdem er das Match festgemacht hat. Und jetzt habe ich viel geredet, jetzt hast du wieder mal reden. Ja, eine Aktion hier nach dem anderen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ein klein bisschen traurig bin ich schon, aus zwei Gründen. Einmal, die Staffel ist schon vorbei. Es hat doch eigentlich gerade erst angefangen. Jetzt ist das Ganze hier schon wieder vorbei. Es ist schon schade eigentlich. Und das Zweite, ja, es sollten noch einmal alle auftreten hier. Und was ist, drei Teilnehmer, beziehungsweise genauer gesagt vier Teilnehmer sehen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Paul London ist zu seinem Match nicht mal aufgetaucht. Paul Pixar ist nicht auffindbar. Ja, und Thor und Donald Blake haben auch kein Match heute. Das ist richtig, aber jetzt Tyson Kidd hier mit der Rolling Senton. Aber da kann Dillon gut rauskommen. Da muss ich dir voll und ganz zustimmen, das ist schon schade. Aber das Positive daran ist ja, viele, viele werden wir wiedersehen. Und zwar bei Ignition und bei ECW. Und da bin ich mal gespannt, wie sich diese Rookies hier, die Rookies von 2017, im großen Haifischbecken von Simulated Action Wrestling schlagen werden können. Treten, das kann Dillon schon, das hat er jetzt gerade auch gezeigt wieder. Und der versucht jetzt auch dafür zu sorgen, dass Tyson Kidd nicht mehr treten kann. Überdehnt da sein Bein, sein linkes. Und jetzt steht er da vor ihm und wartet stoisch auf die nächste Aktion. Thront da schon fast über Tyson Kidd, um ihm nochmal zu zeigen, ja, wo sein Platz ist, will ich schon fast sagen. Ja, aber da hat er sich wieder mal zu viel Zeit gelassen. Dieses Oldschool, ich warte mal ab. Und dann bekommt auch er die Snake Eyes ab, die er vorhin gegen Tyson Kidd ausgeteilt hat. Und der zeigt hier auch noch den Face Washer. Und dann geht's für ihn aufs oberste Seil. Und das kann eine High-Risk-Aktion werden für beide. Was passiert hier jetzt? Kommt da angeflogen, da sollte es ein Diving Elbow geben. Dillon! Wird da Power Slam. Richtig schön. Power Slam. Konter von Dillon und dann nimmt er hier den Tyson Kidd in einen Leg, kein Leglock, ein Headlock mit den Beinen. Den befreienden Tyson Kidd kann er dann wieder nach unten werfen. Positioniert ihn da jetzt an den Ringseil und dann wird er selbst nach draußen geworfen per Back Body Drop. Da dachte ich schon, Tyson Kidd wolle Anlauf nehmen, aber nein, er wartet einfach, bis Dillon wieder in den Ring zurückkommt. Back Suplex jetzt hinterher und direkt nochmal ein Tritt in den Magen. Und ich glaube, Tyson Kidd möchte das Ganze hier jetzt beenden, bekommt aber erstmal einen Kniestoß von Dillon ab. Ja, das Ganze ist jetzt auf Messerschneide. Man sieht direkt, beide wollen dieses Match unbedingt gewinnen, aber keiner von beiden kann hier diese letzte große Aktion zeigen. Jetzt vielleicht. Nein, es gibt wieder die Snake Eyes. Wir sind jetzt schon bei der dritten
Ring.